Dann möchte ich. Dankeschön, ja, kann ich gebrauchen, glaube ich. Umzüge sind sowas. Ich hoffe, das ist der letzte. Weil Umzüge braucht, glaube ich, kein Mensch, ne? Das ist immer nervig. Nur ich hoffe, dass für die Leute nicht zu anstrengend wird. Das sind, von den Kisten geht es an der Menge. Und alles andere ist auseinandergebaut. Das heißt, ein paar Sachen sind halt schon nochmal schwer. Die Couch kann ich ja nicht komplett auseinanderbauen und so, aber. Ja, vieles ist dann so auseinandergebaut, dass man dann auch für leicht mal ein paar Mal gehen kann, aber leichte Kram trägt. Ich hoffe, das passt. Kai, wie Ja. viele Leute laufen mitten in der Nacht zufällig durch dein Wohnzimmer? Was ist da los? Dass ich begrüßt werde und mir die aktuelle Temperatur angesagt wird. Außerdem wird die Variable dann direkt auf Nein Wird gesetzt, schon. was verhindert, Ja, dass ich er mich denke ein zweites schon. Mal am selben Tag begrüßt. Und Das bei Einzige, dir was man so? dann noch braucht, ist einen zweiten Flow, den habe ich hier jetzt mal einfach Reset genannt. Der macht nichts anderes, als jeden Tag um Mitternacht die Variable wieder zurückzusetzen, damit am nächsten Morgen. Jein, also dadurch, dass ich ja jetzt noch keinen neuen Job gefunden habe und natürlich jetzt bei meiner jetzigen Stelle noch nicht gekündigt habe, ist es halt so, dass ich jetzt also ich reduziere ab November auf Teilzeit und werde dann so 3 bis 4 Tage in der Woche arbeiten oder je nachdem vielleicht sogar gucken, dass ich nochmal mehr telefonmäßig machen kann oder Videochatmäßig und dann, ja. Dann genau, gucke ich halt, bis ich was Neues absehbar gefunden habe und dann kündige ich halt erst und starte zum Neuen. Geht aber nur ein Bach runter. Oh, 2 Leute? Sind die anderen alle krank oder was? Oh nein, das ist aber echt übel. Oh, das ist richtig übel. Also aktuell hörst du, also wenn es krank ist, hörst du es total überall. Das ist bei so vielen so problematisch gerade, ne? Das ist richtig anstrengend. Schwanger und weg. Du Scheiße. Oh nein, okay. Ja, das ist halt auch immer Kacke, ne? Das ist halt auch so phasenweise gefühlt, okay. Und ich meine, das heißt, du musst jetzt irgendwie, machst du jetzt mega Überstunden oder sowas? Hast du mal, also ich meine, wenn so viele schwanger und weg sind, ich meine, auch eine von den beiden Optionen mal irgendwie? Ich weiß, du hattest ja eh schon mal überlegt, irgendwie so eine andere Jobrichtung oder sowas, aber es scheint ja gerade auch bei dir dann super Kacke zu sein. Die können dich mal. Ja, finde ich, ist auch nur so die Einstellung dann, oder? Also es ist ja echt super schwierig. Ist halt kacke, wenn es dann irgendwie Leute weggehen, du kannst nichts dafür. Die helfen dir nicht und ja, musst du auch nicht. Also im Endeffekt, du bist nicht verpflichtet dazu, jetzt zu sagen, oh ja, wenn die alle weg sind, mache ich meine, statt 40-Stunden-Woche mache ich jetzt eine 80-Stunden-Woche. Ist überhaupt nicht deine Pflicht. Also darfst du gar nicht, ne? Und du musst die nicht aus der Scheiße reiten. Schon gar nicht, wenn du sagst, das ist jetzt nicht eine familiäre, superliebe Firma, da hilft man sich gegenseitig. Dann nö. Also da, ja, also auf keinen Fall. Also das ist schon die gute Einstellung, genau wie MK sagt, ja. Weil WTF. Ja, tut mir halt echt leid, ne? Das ist schon richtig kacke einfach. Vor allem, weil es das, ja, Arbeit ist eh dann schon irgendwie nicht das, wo gerade mal so, was gerade so gut läuft oder wo man nicht bo gerade Bock drauf hat und dann kommt noch so der ganzen Umstände noch. Mehr Kacke werden dazu. Dreimal. Okay. Dann scheinen die, ist der Laden halt zu. Ja. Ja, natürlich. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt wird, ich meine, wenn du sagst, ihr seid zu zweit, ne? Jetzt muss nur mal einer krank werden, von euch beiden noch. Oder im schlimmsten Fall mal beide krank werden, ist das Thema erledigt, ne? Also im Zweifelsfall, ich meine, ich weiß nicht, wie dein Hausarzt so drauf ist, aber auch wenn man mit denen mal ehrlich spricht, mit Hausärzten, sagt, ey, es ist gerade einfach zu viel, es geht gerade nicht, schreiben die einen auch mal eine Woche für sowas krank, weil das geht ja, also ich meine, es geht ja auf die Gesundheit. Von daher würde ich da echt mal, also wenn du mal mit deinem Hausarzt